Elegante Garderoben, ein festlich geschmückter Saal, gute Musik und natürlich auch Tanz. Die Gemeinde Ampfing lud am Samstag, den 27. Januar, zum alljährlichen Schwarz-Weiß-Ball ein und wir waren für Sie mit dabei. Am 27. Januar 2024 fand in der Schweppermannhalle in Ampfing der Schwarz-Weiß-Ball statt. Die Gäste erschienen in edlen Roben und feinen Anzügen, um an diesem glamourösen Event teilzunehmen. Der Abend begann mit einem Sektempfang, bei dem die Gäste herzlich willkommen geheißen wurden. Unter den Gästen befanden sich auch regionale Politiker mit Begleitung, wie zum Beispiel der Landtagsabgeordnete Sascha Schnürer, die von Bürgermeister Josef Grundner begrüßt wurden. Heute findet ihr hier bei euch in Ampfing der traditionelle Schwarz-Weiß-Ball statt, erstmalig in einer neuen Location. Wie gefällt es einer? Ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, ob es unsere Gäste gefallen hat. Ja, die gefällt es. Darum gefällt es mir auch sehr gut. Nein, ich war ganz überwältigt. Ich habe es ja gestern Abend schon besichtigt, wie es denn alles geworden ist. Der Plan ist ja das eine, aber die Umsetzung ist das andere. Aber ich bin vielleicht hellauf begeistert. So, glaube ich, kann man auch eine Turnhalle auch für so eine Veranstaltung adäquat herrichten. Werden Sie denn heute Abend auch selber das Tanzbein schwingen? Ja, natürlich, aber ich bin jetzt nicht der, wo die Eröffnungswalzer machen muss, weil ich, wie gesagt, meine Talente liegen vielleicht woanders jetzt nicht primär beim Tanzen, aber für einen Disco-Fox und so weiter, da langt schon noch. Und dafür gibt es wahrscheinlich heute auch die absolut tollen Show-Acts. Wie haben Erna denn die gefallen? Weil die ersten paar haben wir ja jetzt schon gesehen. Ja, die sind beeindruckend, dass die jungen Leute so tanzen können. Das sind ja wirklich Landesmeister und darüber hinaus. Die haben das wirklich drauf, machen das seit der frühesten Kindheit schon. Und das sieht man und das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die Stimmung war ausgelassen und die Tanzfläche füllte sich schnell mit fröhlichen Menschen, die das Tanzbein geschwungen haben. Die Band Acoustic Beat Roots sorgte mit ihren mitreißenden Songs für eine ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche. Der traditionelle Schwarz-Weiß-Ball statt und ich vermute mal, der Terminkalender ist gut gefüllt und trotzdem sind Sie heute da. Ja, selbstverständlich. Ich habe ja mein Büro in Ampfing und tiefe Verbundenheit auch zu den Ampfingern, zum Bürgermeister und selbstverständlich, wenn man eingeladen wird, dann kommen wir da natürlich und es ist ein wunderschönes Ambiente heute, die Band sensationell, das Rahmenprogramm, das Essen, also großes Kompliment an die Ampfinger Organisatorin, ein sensationell schöner Ball in einem neuen Ambiente und uns geht es alle richtig gut heute. Und werden Sie heute Abend auch selber das Tanzbein schwingen? Ja, selbstverständlich. Meine Frau und ich sind ja begeisterte Tänzer und wir haben jetzt den Profis mal Vorrang lassen. Die Tanzschule Soleil, die war ja sensationell gut mit ihren deutschen Meistern. Es ist ja toll, was da nachwächst. Ganz großes Kino, was wir heute schon gesehen haben. Und ja, wir sind jetzt dann auch gleich live dabei. Nach den außergewöhnlichen Einlagen der Tanzschule hieß es für die anwesenden Gäste, now it's your time to shine. Die Show-Acts sorgten für viel Begeisterung und Applaus beim Publikum. Der Ball findet ja jetzt zum Jahresanfang statt und naja, das ganze Jahr 2024 steht uns ja nur bevor. Was sind denn für Ampfing so die besonderen Herausforderungen? Die grundsätzliche Herausforderung in Ampfing ist immer unser Wachstum, den wir ja kontrolliert machen wollen, nicht nur müssen, sondern wollen und dass uns heute Ampfing ja gut geht, dass wir alles umsetzen können. Die Herausforderungen sind dadurch natürlich auch in der Kinderbetreuung, dass wir immer genügend Plätze haben. Eine schöne Herausforderung ist unser Volksfest vom 8. bis 13. Mai, das haben wir seit 9 Jahren schon immer gehabt haben. Das ist ja, kulturelle Herausforderung, ebenso wie es halt heute dann dieser Schwarz-Weiß-Ball war, was Neues wieder und wir das schön machen wollen. Das ist die Herausforderung. Zu den Herausforderungen, die uns vor der großen Politik aufgebürdet werden, mag jetzt heute gar nicht viel dazu sagen, die werden wir schon irgendwie bewerkstelligen können, aber Gott, das ist eine große Aufgabe, das ist eine Bundesangelegenheit, Landkreis und alle Kommunen, aber auch Ampfing wird ihren Beitrag natürlich dafür wieder leisten.
Der Schwarz-Weiß-Ball in Ampfing war ein voller Erfolg. Es war ein Abend voller Tanz, Spaß, guter Laune, guter Musik und einer richtig ausgelassenen Stimmung. Und damit verabschieden wir uns jetzt hier aus Ampfing, wünschen Ihnen alles Gute und bis bald, Ihre Nicola Koska.